Danke dir, Sigi. Alter. So, alles klar. Das ist auch eine Menge Gesicht zu waschen, nicht, oder? So, wo kommst du her, mein Dern? Aber du siehst doch gut aus. So, ich bin hier mit der Kamera, Alter, alles klar. Wir kennen uns doch von damals. Was hast du da vorne draufstehen? Pilz oder was? Stark, du hast schöne Zähne. Gibt's die auch in Weiß? Ja, gibt's auch in Weiß. Schön. So, ich muss mich ein bisschen akklimatisieren. Der Tisch ist gut hier, merke ich schon. Der Tisch ist gut. Haben wir welche von drüben heute? Aus Brandenburg? Vorpommern? Wo bist du her? Aus München. Stark, München. Alles mit dem Visum gut geklappt? Ja. Alles klar? Gut. Der Stammtisch ist auch gut besucht. Wir vermissen Wolfgang Holz heute Abend, aber er kann nicht. Das macht nichts. Er hat mir Geld gegeben, ich darf ihn ausgeben. Guck mal, sofort Applaus. Freunde, so. Danke. Guck mal, das Personal ist gleich da. Sie in schneeweißer Bluse hier vorne. Mensch, weiß, die Farbe der Unschuld. Aber die Bluse ist schon ein bisschen älter, nicht, oder? So, ich begrüße euch mit dem Schlachtruf, der bisher jede Regierung überlebt hat. Mahlzeit. Stark, so hast du endlich Stuhl. Sonst musst du was einnehmen. Gehört ihr zusammen? Oder ist das zweite Programm? Nein. Das ist. Ah, man sieht es wieder, ne? Das sind die glücklichen Paare. Gegensätze ziehen sich an. Sie ist bildhübsch, Mensch. Das ist. So machen wir ein bisschen. Man hat mir einen Augenblick ein bisschen Zeit mitgegeben. Ich darf einen Augenblick hier sein. Ich bin immer gern in Berlin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich hier in die Runde gucke, ich habe es eben schon gemerkt, eine Stimmung wie beim KDW an den Grabbeltischen, Mensch. Das ist ja. Ehrlich, man merkt es sofort, Freunde. Es gibt ein Leben vor dem Tode. Guck mal, so wie man literarisch wird, das ist schwer. Schweinkram kommt besser an. Ich weiß es, aber wir können ja nicht immer, ich muss ja irgendwo anfangen. Kinder, schön, nur junge Leute, was mit dir? Hast du die Laufzeit oder was? Warst du beim Friseur? Den Prozess gewinnst du, aber ehrlich, du, den. Ach ja. Nee, schön, nur junge Leute, alle unter 70, Mensch, hab ich schon, schön. Schön heute Abend. Einige sehen aus, als hätten sie Kaviar gefressen. Die gucken noch ein bisschen verstört. Bei uns gab es heute mit der Rehrücken. Meine Frau ist gestern wild gefahren. Und, nee. Schön. Ich glaube, so, wir wollen ganz langsam eine Familie werden. Du hast die Kamera immer in der verkehrten Richtung, aber das macht nichts. Das. Oh, Kindermensch. Ich wäre beinahe gar nicht gekommen. Ich habe gestern noch mit 39 im Bett gelegen. Das war ein Gedränge, kann ich euch sagen. Ich war ja. Ich war heute Morgen, war ich noch so was von fix und alle, als ich aufwachte, stand ich im Bett. Ich hatte gestern Abend vergessen, mich hinzulegen, aber jetzt, wenn ich das hier sehe bei Holz am Zoo, muss ich sagen, jetzt habe ich gute Laune. Ich könnte von jedem 5 Mark annehmen, also jetzt geht es mir rundum gut. Obwohl ich heute Morgen so was, also ich war so was von, ihr glaubt das gar nicht, du. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe zu mir gesagt, Junge, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Kennt ihr das? Habt ihr morgen mal das Gefühl, oh, manchmal denkt man, man hat eine Lederallergie. Ich komm ruhig rein, du störst mich nicht, Alter, komm ruhig rein, wir haben Zeit. Hier, guck mal, er mit dem Sauerkraut hier auf der Oberlippe. Sieht so aus wie Albert Schweitzer nach der Wurmkur, weißt du? Aber er hat Humor und das ist wichtig. Humor brauchen wir heute Abend, Kinder, wir wollen fröhlich sein, wir wollen einen Abend stiller Einkehr verleben. Dabei habe ich in der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, du, ich habe im Moment so eine Strähne zu fassen. Du, habt ihr das auch manchmal, so eine Pechsträhne, wo tagelang nichts geht? Wo alles negativ ist? Oh, hau, hau, hau. Alles negativ. Die letzten Tage bei mir, du. Letzte Zeit, alles negativ. Das einzig Positive der Schwangerschaftstest meiner Frau. Sonst war alles. Alles. Ich bin manchmal so deprimiert, da wünschte ich mir, meine Mutter hätte damals die Pille genommen. Also ich bin sowas von fertig, du. Ich bin letzte Woche umgezogen, über mir ist eine Kellerwohnung frei geworden, weißt du. Ich bin im Moment so, du. Ich bin richtiger Pechvogel. Ich kaufe mir einen Anzug mit 2 Hosen, verbrenne mir das Jackett, nicht? Ja. Nee? Andere bohren in der Nase und stoßen auf Öl, nicht? Also im Moment, du. Ich habe nichts als Ärger. Mein Führerschein ist zur Kur in Bad Flensburg oben, nicht? Ja, ich hatte ein bisschen Ärger mit der Polizei. Ich habe da meinen Wagen in der Waschanlage gewendet. Das wollten die nicht haben, nicht? Dann
habe ich neulich noch einen Geisterfahrer auf der Autobahn überholt. Also im Moment habe ich doch viel Ärger, du. Mein Schwager ist im letzten Winter im Autokino erfroren. Der wollte sich den Film ansehen, im Winter geschlossen, weißt du. Also im Moment, du. Freund, ich habe so viel Ärger, du. Schwiegermutter ist kürzlich am Blinddarm operiert worden. Es geht ihr schon wieder gut. Ihr seht also, auch Ärzte machen Fehler. Nee, im Moment, du. Schwiegermütter kommen ja nicht in den Himmel. Ich weiß, ob ihr das wisst. Drachen dürfen nur 300 Meter hoch steigen. Es ist ja. Aber man merkt, es sind im Moment wenig Schwiegermütter hier. Oh ja. So, wir wollen eine Familie werden, Kinder. Ich habe ehrlich so viel Ärger, du. Letzte Woche so ein Katerfrühstück zu Hause und meine Frau war sauer. Die hing so an dem Tier, nicht? Also im Moment, du. Ehrlich. Ich habe neulich mit meiner Frau Tischtennis gespielt. Das war eine Raserei. Wir hatten nur einen Schläger, weißt du. Im Moment, du. Nichts als Ärger. Ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag einen Nerz geschenkt und der frisst so schlecht, nicht? Sie hat mir eine Flasche Aftershave geschenkt. Dabei rasiere ich mich nur im Gesicht, was ein Quatsch. Ne? Aber sonst, Kinder, sonst führen wir zu Hause so eine Ehe. Ich sage neulich zu meiner Frau, ich sage, Schatz, was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Sagt sie, die Scheidung. Ich sage, so viel wollte ich eigentlich gar nicht ausgeben, du. Wie für eine glückliche Ehe. Vor der Hochzeit hat meine Frau zu mir gesagt, Schatz, ich möchte dich gleich aufnehmen, bevor es losgeht mit uns. Wenn ich meinen Scheitel links trage, bin ich unpässlich. Wenn ich meinen Scheitel rechts trage, habe ich meine Migräne. Nur wenn ich den Scheitel in der Mitte trage, dann bin ich für alles bereit. Ich sage, ich will dich auch gleich aufklären, mein Schatz, damit du gleich Bescheid weißt. Morgens trinke ich immer 2 Whisky, mittags trinke ich 4. Sagt sich das nicht ein bisschen viel? Ich sage, sei ruhig, abends trinke ich eine ganze Flasche. Und dann ist mir das scheißegal, wo du deinen Scheitel trägst, du. So, Freunde, es ist ja, wie gesagt, wir führen eine glückliche Ehe. Ich habe meine Frau damals durch einen Blitzflirt kennengelernt. Also während ich ihr den Hof machte, machte sie schon die Betten. Also als ich noch im 7. Himmel war, war sie schon im 8. Monat. Du, wir führen eine glückliche Ehe. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe nichts mit Männern. Ich lebe immer nach dem Motto, das größte Glück auf Erden liegt auf dem Rücken und nicht auf den Pferden. Also es ist ja, ja, ich stehe auf Frauen. Ich weiß nicht, Männer, wie euch das geht. So ein Gefühl oder nicht? Ich kann mit Männern nicht warm werden. Ich meine, ist ein Thema. Nicht? Es gibt ja böse Zungen, die immer sagen, nicht alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Aber ich formuliere das anders. Ich sage immer, Kinder, ich liebe nun einmal die Frauen. Ich sage lieber 5 vor 12 als 1 nach 1. Also das ist ja, ja. Ich nehme alle. Alle zwischen 17 und die nicht mehr schnell genug auf den Baum raufkommen. Aber ich liebe etwas mehr die Pummeligen, die Runden. Also die Frauen, die eine Flurtür öffnen können, ohne die Küche zu verlassen. Also, dabei, ja. Ne? Dabei ist meine Frau zu Hause so mager. Mit dem zweiten Bauchnabel würde sie aussehen wie eine Blockflöte, nicht? Also die ist, ja. Ehrlich, die ist so mager. Wenn sie einen Pelzmann anzieht, sieht sie aus wie ein Pfeifenreiniger. Also die ist, ja. Nimmt nachts immer eine Frikadelle mit ins Bett, damit die Wanzen was zu beißen haben. Also die ist, ja, die ist so mager. Wenn sie bei uns am Dorfteich sitzt, dann wird sie von den Enten gefüttert. Ja. Die kam kürzlich zum Fotografen und hat gesagt, Herr Fotograf, können Sie mal ein Brustbild von mir machen? Sie ist aber gnädige Frau, ich bin doch kein Pfadfinder, nicht? Ach, ja. So, Freunde, ihr merkt langsam, wie wir zusammenkommen. Wir wollen eine Familie werden. Wir können über alles sprechen, aber im Anfang, so kennt man mich, ich teste im Anfang immer, Kinder. Ich muss testen, was wollt ihr hören? Erzählt ihr die anständigen Sachen, schlaft ihr ein? Nee, erzähle ich die unanständigen Sachen, laufen die Frauen raus, auf Klo schreiben sich alles auf. Das sind Probleme. Und da muss man erstmal durch. Da muss man erstmal testen, Kinder. Schön, 2 Jungfrauen sollen heute Abend hier sein. Eine sucht die andere. Damen, was ich teilweise erkennen kann, toller Toilette, sieht man auch heute deutlich. Es gibt ja Frauen, die können anziehen, was sie wollen, denen steht alles, nicht? Dann gibt es wieder Männer, die können ausziehen, was sie wollen. Guck mal, das sind... Guck mal, an der Stelle ist es immer irgendwie ein bisschen ruhiger. Ne? Da werden einige nachdenklich, so nach dem Motto, da war doch noch was. Ich kenne das Thema, ist uralt. Schön. Immer ein bisschen rumgucken. Ich habe das Thema kurz angeschnitten vorhin schon unter den Herren, so einige Intellektuelle mit dem erweiterten Gesichtskreis. Das ist ja auch interessant, wo der Kopf durchs Haar gewachsen ist. Wo der saure Regen schon so ein bisschen gearbeitet hat vorne, weißt du? Aber Männer, wenn gar nichts mehr hilft, einfach Augenbrauen hochkämmen. Das geht. Müsst ihr mal versuchen. Das ist
Ist ein Thema, nicht? Ne? Ich meine, es gibt böse Zungen, die behaupten, eine leere Scheune braucht kein Dach. Ich finde, das kann man anders sagen. Ich helfe immer der anderen Sorte und sage, Freunde, denk immer daran, Haare sind eine Sumpfpflanze, sie gedeihen nur auf Wasserköpfen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, die vorne die Platte haben, das sind die großen Denker. Die hinten die Platte haben, das sind die großen Liebhaber. Und die vorne und hinten eine Platte, ihr kennt das, diese durchgehende, die denken, sie sind große Liebhaber, nicht? Oh, ja. Ach nee, schön. Ich bin mal wieder in Berlin, Holz am Zoo, Mensch. Ihr wisst gar nicht, warum ich so gern hierher komme. Das Bier ist gut hier. Das ist ehrlich, das ist ein Grund. Ich gehe immer dahin, wo es tatsächlich. Ich bin hier, trocken ist es ja, da kommen wir drauf zurück. Das ist ein Thema, komm mit Mädel, kommen wir drauf zurück noch. Kommen wir drauf zurück. Das war auch eine schicke Bluse, Mensch. Wo leiht man sowas? Oder ist das ein Vorführmodell? Nö. Oder ist das Ding geleased? Nö. Mit euch kann man heute Abend über alles sprechen. Wie gesagt, ich bin ja sonst immer nach Berlin geflogen. Ich war ja ein Staatsfeind. Ich durfte nicht. Aber jetzt kann ich fahren. Und ich bin gefahren über Ludwigslust. Du Autobahn, schön zügig, du. Ludwigslust. Ludwigslust ist eine schöne Ecke, müssen wir hingehen. Ich bin Ludwigslust kurz abgefahren, direkt an der Autobahn, schön rein, Ludwigslust, Downtown City. Stand so ein Typ mit der Daumenbewegung, können Sie mich mitnehmen? Ich sag, dann machen Sie mal den Mund auf. Ah, ich sag weiter, ah, ich sag noch weiter, sagt er, weiter geht nicht. Ich sag, dann kann ich auch nicht mitnehmen, Sie passen nicht auf meine Anhängerkupplung. Es ist, wie gesagt, ich rein nach Ludwigslust, Downtown City. Schöne Kneipe, ich kenne da eine Kneipe, Kneipe muss man kennen. Nur auf der Durchreise, schön, kleine, gut bürgerliche Eckkneipe. Wunderbar, ein Glas Rotwein getrunken. Ich trinke immer Rotwein, die sieht man bei der Blutprobe nicht so. Und früher habe ich immer Tee getrunken, da sind mir die kleinen Beutelchen im Hals stecken geblieben. Das war ein Theater. Du, eine schöne Kneipe. Du, da war was los. Ich saß da so am Tresen rum, so wie ihr jetzt. Da sagte mein Nachbar plötzlich zu mir, du gib mal ein paar Zigaretten, man ist ja noch im Automaten. Also da war ja du. Da, ja. Du, war eine nette Kneipe, war Stimmung. Freunde, da kamen zwei Taubstumme rein. Da kamen zwei Taubstumme rein, die gehen ans Fenster. Der eine zieht den Vorhang zu, der andere zieht ihn wieder auf. Sagt, er wird alles klar, Jungs, ein dunkles, ein helles. Also da war was los in der Kneipe. Da müssen wir hingehen. Ludwigslust, Downtown City. Halbe Strecke nach Hamburg, so ein Laden. Da saßen zwei Bauern vor einem großen Spiegel an der Wand. Sagt der eine plötzlich zum anderen, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, ich sagte, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Ich geh mal hin, ich frag mal. Der steht auf und bleibt sitzen, der kommt schon. Also da war Stimmung. Da war was los. Da müssen wir hingehen, du. Ludwigslust, Downtown City. So eine Kneipe. Kam Lilliputaner rein, knallte sich an Tresen, bestellte sich einen doppelten Vierfachen, diesen polnischen Landwein, Wodka mit vorgelutschtem Eis. Kippt den runter und sagt, brr, das zieht einen ja alles zusammen. Da wird keine Beschwerden, du bist schon so klein reingekommen. Da war Stimmung. Da war was los. Freunde, eine Kneipe, du. Ich liebe so eine kleinen Kneipen, weil da ja immer Stimmung ist, ne? Da saß, ihr habt den Augenblick Zeit, das muss ich erzählen, du. Da saß ja wohl eine Blondierte am Tresen. Du, bei der kam die dunkle Vergangenheit schon wieder durch. Also die war, ja, so ein nächtlicher Raubvogel. Du, zum Beispiel. Die war so in dem Alter, wo die Rose zur Hagebutte wird, wisst ihr? Freunde, Augen hatte die, Augen wie ein wartendes Doppelbett, also Augen wie Männerfüße, groß, schwarz und feucht, also wunderschöne Freunde, ehrlich, die schielte, die konnte ihre Rente an zwei Schaltern abholen. Also pass auf, die hatte ja, aber einen schönen Turn hatte sie, eine Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich. Also Kinder, was die sich ins Gesicht gespachtelt hatte, dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen. Also ehrlich, der hatte, ja, ehrlich. Und eine Nase, ein Gewürzprüfer, sowas Großes habe ich noch nie gesehen, die konnte beim Duschen rauchen. Also, die, ja, und... Und ein Mund wie ein altdeutscher Wohnzimmerschrank, also nicht so antik, aber so geräumig, also, ja, also,
die ohne Ohren könnte die im Kreis lachen. Also die hatte, und ich habe nichts gegen Ohren, aber Satteltaschen gehören ans Fahrrad. Pass auf, die hatte ja, ehrlich. Und eine Zunge, die konnte den Brief zukleben, wenn er schon im Briefkasten ist. Ehrlich. Ja, die konnte sich mit der Zunge den Kehlkopf waschen. Es ist ja auch egal, Freunde. Pass mal auf. Sie war nicht gerade sinnlos hübsch. Aber sie hatte eben alles, was ein Mann sich wünscht. Bart, Muskeln, gut besuchte Bluse, Kinder, die hatte ein Dekolleté, die trug den Nabel als Brosche. Die konnte sich durch den Ausschnitt die Knie waschen. Beine, bis oben hin, bisschen verkehrt eingeschraubt, aber gehörten ihr selbst. Pass auf, ich runter von meinem Barhocker, swing auf sie drauf los mit diesem elastischen Gang eines südamerikanischen Kaffeesackträgers, weißt du? Sagt, na Süße, wir beide wollen bestimmt das Gleiche. Oh, sagt sie, ja, lass uns eine Frau aufreißen. Also da war du. Da war Stimmung. Da müssen wir hingehen. Ludwigslust, Downtown City, halbe Strecke. Nicht nach Bayern, nach Hamburg. So ein Laden. Müssen wir hingehen. Vornehm. Da geben sie die Kellner gegenseitig Trinkgeld. Die essen da Kaugummi mit Messer und Gabel. Die Leute spielen da mit Rouladen, Jojo. Da gibt es keine Servietten, dafür läuft ein großer Bernardiner durchs Lokal. Da. Rechnung kommt nur flambiert. Da kannst du essen, trinken, sowas von sauber, schmeckt alles nach Seife, die haben auch alles. Die haben alles, Bockbier, Altbier, Shakespeare, nicht? Kürbisbowle mit ganzen Früchten. Die haben da Apfel im Schlafrock mit Lockenwicklern. Die haben da für die dritten Zähne haben die Schappi mit Nährschutzlotion. Die haben, ja, ne? Frikadellen heißen da Beef de Match, ne? Kartoffelpuffer heißen da Pomme de Bordel, also ein ganz vornehmer Laden. Die verkaufen in der Kneipe sogar Strumpfhosen. Stand auf dem Tresen so ein Schild, Edelzwicker 4,50 Mark. Weißt du, ja, ich hab da vorhin eine Rinderzunge gegessen, die war so frisch, mit der konnte man sich noch unterhalten. Müssen wir hingehen, aber ein vornehmer Laden, du. Ganz vornehmer Laden. Dann kam der Kellner, die Kellnerin an mit dem Essen oder jedem Arm ein Meterbrot, knallt die Sachen in, ich sag, das Meterbrot ist klitschenass. Also was meinen Sie, wie ich schwitz? Na, vornehmer Laden, du. Und dann kam der Ober an mit meiner Suppe, natürlich den Daumen drin. Ich sag, muss das sein? Das muss sein. Das hat mein Arzt mir verordnet, Wärme ist gut gegen Rheuma. Ich sag, können Sie den Daumen nicht woanders hin tun? Sagt er, das mache ich immer, wenn ich auf die Suppe warte. Also es ist ja... Ah, vor dem Laden, du. Da war was los, du. Ja, war Stimmung. Da saßen zwei am Tresen, die spielten Talsperre, die ließen sich volllaufen, nicht? Die badeten ihre Leber in Cognac. Ich sagte, eine, du, ich habe im letzten Krieg mit 10 Liter Benzin ein U-Boot versenkt. Sagte einer, das ist gar nichts. Ich habe im letzten Krieg einen Flieger mit der Mistgabel runtergeholt. Sagte aus der Luft, nee, von meiner Alten, du. Es ist ja, du. Da war Stimmung. Kam einer reingeschaukelt und sagt zum Wirt, du Paul, ich glaube, ich habe Durchfall. Sagt er, wenn er das bemerkt hat, eben vor der Tür, als er die Fahrradklammern abmachte. Es ist ja... Da war Stimmung. Sagt er, du, ich habe mal eine Frage, kann man eigentlich bei Rot über die Kreuzung gehen? Sagt er, natürlich, muss die Arme aber schön hochnehmen. Sagt er, warum denn das? Ja, damit sie im Krankenhaus das Hemd besser ausziehen können. Das ist, ja? Da war Stimmung. Ludwigslust, Downtown City, solche Kneipe, du. Müssen wir hingehen, wenn ihr auf dem Weg seid, du. Da sagt doch der Wirt zu einem Gast am Tresen, sagt der Erwin, warum bist du gestern nicht zum Kegeln gekommen? Sagt er, ich muss ehrlich sagen, du, ich war drauf und dran, sagt er, kann ich verstehen, da wäre ich auch nicht gekommen, du. Es ist ja... Freunde! Man gewisse Sacken muss man immer sacken lassen, ich kenne das, du. Ich kann ja auch keine Witze behalten, aber es ist ja... Freunde, wie gesagt, ich habe mich heute Abend hier Holz am Zoo, ich habe mich gefreut. So einmal im Jahr machen wir ja sowas Schönes, einen gemütlichen Abend zusammen. Und ich habe mich heute Nachmittag ein bisschen zeitiger angekommen. Ich war ja in Ludwigslust, habe ich eben schon erzählt. Ja, schöne Kneipe, du, schöne Kneipe. Downtown City, Ludwigslust, Downtown City. So eine Kneipe, du. Wie gesagt, heute Nachmittag hier angekommen, ein bisschen auf die faule Haut gelegt. Es war nicht meine eigene, aber hat viel Spaß gemacht. Und sag mal, langsam wird das hier aber warm hier oben. Merkst du das eigentlich? Alles, was mein Vater gesoffen hat, kommt bei mir langsam wieder raus jetzt.
Oh, aber ihr merkt, wenn man unterwegs ist, das sind ja alles Dinge, wenn ihr so zugehört habt, wenn ihr das verfolgt, das sind alles Dinge, die liegen auf der Straße. Ne? Ich bin so viel unterwegs, du. Ich bin letzte Woche erst, bin ich von Düsseldorf nach Hamburg raufgeflogen. Mir tun jetzt noch die Arme weh. Ich habe ich habe in Düsseldorf ein paar Tage im Krankenhaus gelegen. Ich hatte Meniskusschaden an der Iris. Also ich wollte einem Kind ausweichen und bin von der Couch gefallen. Also, Kinder, ich weiß nicht, ich bin ja nur gern in Berlin, aber ich bin ja auch gern in, letztes Mal, als ich in Berlin hier war, Berlin hat ja schöne Hotels, nicht? Ich war in einem drin mit 5 Sternen. Die hatten im Keller, im Souterrain, hatten die eine gemischte Sauna. Ich da rein, du. Mach die Tür auf, da liegt da eine auf den Planken, die die Welt bedeuten. Eine von diesen Mädels, die für einen Nerzmantel alles tun und nachher kriegen sie nicht mehr zu. Kennt ihr die? Dann habe ich eine gute Kinderstube, stellen mich vor, gestatten Sie, mein Name ist Fips Asmussen, sagt sie, angenehm, Adelheid Meier. Ich sage, das freut mich, sagt sie, das sieht man aber auch. Du, wie gesagt, das... Du, das war eine nette, ihr lacht, das war eine nette... Ich bin mit ihr ins Plaudern gekommen, das war eine Witwe. Wisst ihr, was eine Witwe ist? Das ist eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist. Pass auf, und wie gesagt, ich bin mit ihr ins Plaudern gekommen, war eine nette. Abends um 12 habe ich gesagt zu mir, Junge, willst du die Kartoffeln pflanzen? Nein, ich habe sie geküsst. Hat sie gedacht, wenn das mein Mann wüsste, er würde sich im Grabe rumdrehen. Habe ich sie gleich nochmal geküsst, damit der Alte wieder in die richtige Lage kommt, weißt du? Nach einer halben Stunde drehte der sich wie ein Ventilator, du. Da war Stimmung, du. Ach ja, nee, Kinder, wenn man heute unterwegs ist. Und man schafft ja nicht immer das beste Hotel. Ich komme miteinander an einen Bauernhof, sagt der Bauer, wir haben nichts mehr frei. Ich sage, hören Sie mal zu, eine kleine Ecke, wenn Sie da für mich haben. Sagt er, höchstens auf dem Heuboden. Sagt, das können Sie mir nicht zumuten, wenn ich mich erkälten, brauchen Sie keine Angst haben. Meine Magd, die schläft schon jahrelang oben. Die hat sich noch nie erkältet, so gut auf ihre Gefahr hin. Ich die leider hoch, dunkel war das oben, stockfinster und kalt. Ich habe oben alles gefunden, auch die Magd. Und wir haben uns zusammengetan in der Kälte, was sollen wir machen? Ich habe mal richtig ihren Playtex unterwandert, da war Stimmung oben, du. Und raffiniert war das Luder. Hinterher sage ich, na mein Dern, bei dir war ich aber auch nicht der Erste. Nicht der Letzte, morgen gehe ich nämlich ins Altersheim. Freunde, es ist, wie gesagt. So, wir kommen langsam zusammen. Kinder, wenn man unterwegs ist, übrigens, gestern hatte ich eine sehr schöne Veranstaltung. Gestern war ich in Bad Pyrmont, das war schön. Da haben die Leute vor Begeisterung mit den Gallenstein geklappert. Also da war was. Kennt ihr Bad Pyrmont, du? Die haben, ja? Die haben aber einen Kursaal, alles im Vampirstil gehalten. Wände, Makaroni getäfelt. Auf den Tischen standen überall diese achtarmigen Kadaver. Es war wunderschön. Es war ein Abend und es war so knackig voll. So wie gesagt, so hier wie bei Holz am Zoo heute. So richtig so. Da saß gestern Abend alles, was Rang und Schulden hatte. Also vorne saßen so die Herrschaften in den Smokings. Hinten die Leute in den eigenen Anzügen. Also da, ja, das waren Freunde. Das waren, wie sagt man heute, das waren VIP-Leute. VIP. VEP, Very Impotent People. Und da ging es los. Ja, da ging es ab. Wie sagt man heute? Es fetzte. Kinder, auf einem Tisch lag sogar eine Luftschlange. Da war was los. Da war was. Das Deodorant der Kellnerin hatte längst versagt. Schwitzflecke, groß wie Suppentassen. Dass ich jetzt nicht lüge von der Stimmung her. Genau wie hier heute Abend. Die Kellnerin kam von da. Also die war auch nur Kellnerin geworden, weil ihr Augenarzt gesagt hat, sie soll Gläser tragen. Pass auf, die kam von da. Und als die so durch den Saal ging, da sagt plötzlich einer aus dem Publikum ganz laut, bring Fips Asmussen, stell mal ein schönes Bier nach vorne. Das war gestern Abend in Bad Pyrmont. War ein schöner Abend. Stimmung genau wie hier. Alles wie hier, Kellnerin kam von da. Und da sagt plötzlich einer, bring Fips schnell ein Bier nach vorne. Oh, so schnell, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Danke, mein Schatz. Meine Güte, sind das Beine, habt ihr das gesehen? Bis oben hin, du. Gefällt mir. Ist nicht böse gemeint. Guck mal, ist das, ja? Du, das hat ja sogar Temperatur. Das Glas ist sauber. Das stimmt alles. Normalerweise kommt bei mir kein Tropfen Alkohol auf den Tisch. Ich passe immer auf beim Einschenken.
Nee, ich bin trocken, seitdem ich Pampers nicht mehr bei Kinder so ein kleines, gut geschenktes. Ist es ein Schultheiß? Ja, ne? Kann man trinken? Mit dem Kindle? Stark. Ja? Mit dem alten Trinkspruch, O Escolab, O halt uns frei von Rizinus und Brunstabletten und segne unser Morgenei, das wird uns vom Versauern retten. Prost. Kinder, lassen anstoßen, auch wenn ihr nur Tomatensaft habt oder was, spielt keine Rolle. Was gibt's sonst Neues? Hannelore Kohl, der Schmerz unter der... Na, ist egal. Ah, ja. Nee, war ein schöner Abend gestern, du. Ich fange nicht wieder an, Männer, aber... Ich habe gestern Bekannten von mir getroffen. In Bad Pyrmont. Er war zur Kur in Bad Pyrmont. Nachbar von mir, ein Bauern, Landwirt. Ich wohne auf dem Lande. Er war knille bis unter die Prothese, bis zum Eichstrich. Er hatte seinen Zwei-Phasen-Reiniger zu sich genommen. Bier und Korn, weißt du. Oh. Ich sag, Junge, warum säufst du? Hast du Sorgen? Hast du Ärger? Ärger habe ich ja mit meiner neuen Kuh. Die frisst und säuft wie verrückt. Gibt keine Milch. Wenn sie bullen soll, steht sie mit dem Rücken zur Wand. Ich sag, was ist die denn her? Aus Ostfriesland. Ich sag, kenn ich, da hab ich meine Frau auch her, du. Ja, es ist ja... Was? Mein Nachbar? Das ist aber auch ein Typ, du. Es gibt ja so Leute im Leben, ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute kennt, die haben immer Sprüche drauf, nicht? Da kannst du kommen, die hat immer einen Spruch, nicht? Ein Schweißfuß kommt selten allein, oder was nützt die sturmfreie Bude, wenn die Treppe knarrt, oder der hat Sprüche drauf, nicht? Ja, oder, nicht? Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die nur Klavier spielt, oder der hat richtige Sprüche drauf. Will der Eber Single sein, zieht er seinen Kringel ein, oder sowas so dann. Sag doch nicht, kennst du den Unterschied zwischen einem Aeroplane und einem Baby? Ich sag nicht, keine Ahnung, pass auf. An Aeroplane goes from city to city and a baby goes from titty to titty. Der hat Sprüche drauf. Der hat Sprüche. Neulich hat er einen ganz schweren Unfall gehabt, beim Milchtrinken hat sie die Kuh auf ihn gesetzt, also der hat ja auch schon so. Sagt er neulich, kennst du den Unterschied? Ne? Sagt er, weißt du eigentlich, wie der echte Eierlikör hergestellt wird? Ich sage, nee, keine Ahnung, pass auf, wie erklärt ihr das? Man gibt den Hennen jedes Mal einen Liter Wodka mit ins Fressen. Ich sage, um Gottes Willen, da kriegen die armen Tiere ja Durchfall. Siehst du, das ist der echte Eierlikör. Der hat ja Aussprüche. Mein Nachbar, ich wohne auf dem Lande, du. Neulich bei ihm auf dem Hof. Ich kann euch das kurz erzählen. Augenblick, Zeit haben wir noch. Ich muss das loswerden. Da war der Tierarzt in Action. Ein Kalb sollte geboren werden. Die ganze Familie hatte sich versammelt. Plötzlich kommt der Knecht von hinten, bahnt sich seinen Weg durch, greift der Bäuerin kurz unter den Rock, verschwindet wieder. Der Tierarzt guckt den Bauern an, denkt, was denn du? Halbe Stunde später kommt der Knecht wieder an, bahnt sich seinen Weg durch, greift der Bäuerin kurz unter den Rock, verschwindet wieder. Das sagt der Tierarzt zum Bauern, wissen Sie, mich geht das ja nichts an, aber stört Sie das gar nicht? Nee, stört mich gar nicht. Wissen Sie, meine Frau, die hat ein Holzbein, da hängt der Schlüssel vom Traktor dran. Bei uns auf dem Lande, du, der klingt nur schlimm, der ist gar nicht, den muss man sacken lassen, der ist niedlich. Bei uns auf dem Lande, du, ich wohne ja gern bei uns auf dem Dorf, die Luft noch ganz sauber, weil die Bewohner ja nie die Fenster aufmachen, nicht? Ja, du, wir haben ganz gesundes Klima, wir mussten ältesten Einwohner vergiften, um den Friedhof einweihen zu können, du, bei uns. Ja. Und unser Bürgermeister wollte gar keinen Friedhof haben, das ist so ein Typ, der nimmt das Wort Leichenschmaus noch wörtlich. Aber jetzt haben wir, du, jetzt haben wir einen schönen Friedhof, auf einem Grabstein steht drauf, hier ruht in Frieden Dr. Horn, hat einer drunter geschrieben und dir behandelt, die liegen weiter vorn. Es ist ja, ja, Freunde, bei uns im Dorf, du, ist schön. Wir sind ja auch ganz weit zurück, wir liegen ja außen vor, wir sind sowas von weit, alles alternativ, Regenbogen erscheint in schwarz-weiß bei uns. Nicht? Ja, wir sind weit, bei uns gibt es Leute, die sind so weit zurück, die haben noch eine Badewanne mit zwei Abflüssen, einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser, ne? Das ist, ja, bei uns ist, wir sind weit zurück. Bei uns ist neulich noch eine Frau beim Gardinenbügeln aus dem Fenster gefallen. Also, wir sind also so weit zurück, du. Ehrlich, du. Bei uns haben die Bauern kürzlich einen Leistungswettbewerb für Kühe veranstaltet und eine Kuh ist aus dem Stand, ob ihr das glaubt oder nicht, 5 Meter hochgesprungen. Den Rekord hat die Jury nicht anerkannt, war ein Kurzschluss in der Melkmaschine. Alter, man muss ja. Ne? Bei uns auf dem Dorf, du. Aber was wir haben einen Pfarrer, neuerdings, einen Pfarrer, jung, modern, dynamisch, menschlich, aufgeschlossen. Er sagt immer so schön, die Kirche ist der ADAC fürs Jenseits, also der hat ja Ahnung.
der hat Ahnung. Der wollte neulich Kaffee über die Grenze schmuggeln. Steckt sich 1 Kilogramm unter den linken Arm, 1 Kilogramm unter den rechten Arm, sagt der Zöllner, na hoch, würden auch etwas eingekauft? Ja, mein Sohn, 2 Kilo Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Guck mal, das ist unser Pfarrer. Ne? Bei uns im Dorf, Freunde. Bei uns im Dorf, ihr glaubt es nicht. Immer. Und was wir haben, was in jedes Dorf gehört, unser Kommunikationszentrum, unsere Kneipe, wo man seinen Gaumen duschen kann. Ich sag mal, in der kleinsten Kneipe ist es gemütlicher als in der größten Fabrik. Ist es nicht so? Und wir haben einen richtigen Wirt, du, aber ein richtiger Wirt, noch wie man sich einen Wirt vorstellt. Große, stämmige Erscheinung, also etwa meine Figur, was ein Wirt. Geh mal einen Augenblick raus. Aber ein richtiger Wirt. Aber ein richtiger, alte Garde noch. Hier vorne mit diesem hier, Delikatesse-Schuppen. Aber seine Frau sagt immer, ist doch totschick, wenn ein Arbeitsloser ein Dach über den Kopf hat. Das ist ein Wirt, du. Das ist ein Wirt, der geht immer rückwärts aufs Klo, der kann mit seinen großen Füßen so schlecht wenden, also ein Wahnsinniger. Neulich in seiner Kneipe kommt ihm aus der Toilette entgegen, strahlt mich an und sagt, ich verreise nächste Woche mit meiner Frau nach England. Ich sag, wieso denn das? Die habe ich eben gezogen, 2x London. Es ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Typ. Freunde, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Sagt er neu zu mir, wusstest du eigentlich, dass Küssen blind macht? Ich sag, wieso denn das? Ja, ich habe gestern eine 18-Jährige geküsst. Ich kann heute meine Frau nicht mehr sehen. Du. Das muss ich aber erklären. Das hängt damit zusammen, der ist mit den Augen nicht gut zu Fuß. Also er behält ja auch beim Schlafen die Brille auf. Der will sehen, was er träumt. Sagt er neulich zu mir, ich träume immer in Englisch. Ich sag, was stört dich daran? Die deutschen Untertitel. Mit den Augen ganz schlimm. Neulich hat er eine Wildgans abgeschossen, die trug noch das Etikett Deutsche Lufthansa. Also die. Kommt doch neulich von der Yacht nach Hause, ich sag, was hast du heute geschossen? Drachenflieger, hast getroffen? Nee, aber die Beute hat er fallen lassen. Es ist ein Wahnsinniger. Das ist ein verrücktes Huhn. Ihr glaubt es nicht, Freunde. Ich sag, wie gehst du dieses Jahr eigentlich zum Fasching? Sagt er, nackt auf Rollschuhen. Ich sag, und, was stellst du da? Sagt er, ein Spielzeug zum Ziehen. Der hat ja auch Ideen. Ich sag, du hast neulich so eine hohe Stimme, wo kommt denn das her? Ja, ich war neulich im Krankenhaus, hab die Mandeln rausnehmen lassen. Ich sag, da kriegt man so eine hohe Stimme. Sagt er, weiß ich, ich hab verkehrt rum auf dem Operationstisch gelegen, Mensch. Nur sowas. Das ist ein Typ, du. Über den kann ich stundenlang plaudern, Freunde. Er neulich hin zu seinem Hausarzt. Übrigens, sein Hausarzt ist eine Kanone. Der Mann weiß nicht, wie man Hämorrhoiden schreibt, aber der weiß, wo die sitzen. Ja. Du, das ist ein Doktor. Der operiert nur barfuß. Die Socken braucht er für die Narkose. Das ist ein Arzt, du. Das ist ein Doktor, das ist eine, wie sagt man, das ist eine Kalamität, der Mann. Bei Durchfall verschreibt er einen Handstand. Pass auf, und da hat er mal gesagt, Herr Doktor, ich habe so furchtbar große Poren. Ja, versuchen Sie es mal mit ganz kleinen Korken. Sagt der Herr Doktor, und dann kann ich mir das Rauchen nicht abgewöhnen. Sagt er, haben Sie schon mal mit Kaugummi versucht? Habe ich, aber das brennt so schlecht, Herr Doktor. Sagt er, wie viele rauchen Sie denn so am Tag? Sagt er, 80 Stück. Sagt er, um Gottes Willen, da rauchen Sie ja von morgens bis abends. Sagt er, nee, von mittags bis abends. Sagt er, was machen Sie bis mittags? Sagt er, husten, Herr Doktor, husten. Sagt er, Herr Doktor, Hand aufs Herz unter Männern. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Ja, sagt er, an Ihrer Stelle würde ich mir keine Langspielplatte mehr kaufen. Und was den Sex angeht, nur noch 50 Mal, dann ist Feierabend. Der kommt nach Hause, erzählt das seiner Frau, sagt sie, Liebling, für diese 50 Mal, da machst du am besten eine schöne übersichtliche Terminliste. Gesagt, getan, nach 4 Wochen sagt sie, Schatz, nun sollten wir langsam mal anfangen. Sag, was heißt hier wir? Du stehst auf der Liste gar nicht mehr drauf, Mensch. Es ist ja, ne? Kinder, das ist eine, ne? Ich muss es in aller Deutlichkeit sagen, das ist eine glückliche Ehe. Ich meine, er wollte damals gar nicht heiraten, aber die Kinder waren dafür und der hat 14 Kinder, der wird mal an Überzeugung sterben. Also pass auf, der hat so häufig mit Erfolg gevatert.
den hat man immer Angst zu fragen, was gibt's Neues. Also er nimmt ja auch immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also der hat, nicht, dabei hat er früher immer gesagt, eine kinderlose Ehe besteht aus Spaßvögeln. Also der hat früher mal gesagt, ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater, nicht? Kinder, die führen eine Ehe, Freunde, ehrlich. Der betet jeden Abend vorm Einschlafen. Lieber Gott, meine Frau ist sehr schön, ich habe sie sehr lieb, aber wenn du sie lieber hast, dein Wille geschehe, nicht? Es ist ja eine glückliche Ehe. Und Kinder haben, die kommt die Tochter nach Hause und sagt, Mamilein, wir sind in der Schule alle untersucht worden, nur eine ist noch Jungfrau. Das bist du nicht, nein, die Lehrerin. Es ist ja, hä? Kinder haben die, da sagt der Achtjährige mal, der hat es faustdick. Sagt der Papa, gib mir mal eine Taschenlampe, ich will heute Abend fensterlen. Sagt er, mein Junge, wir haben zu unserer Zeit auch damals gefenstert, wir brauchen dazu keine Taschenlampe. Ja, der guckt dir Mama doch mal an. Also der Kleine, du, der hat das, ja. Der Kleine hat das faustdick. Da hat er mal in der Schule gesessen, hat der Lehrer gesagt, Kinderchen, was ist euch das Liebste auf der Welt? Du hier vorne, sagt er, meine Mami, fein für dich, mein Fußballerlehrer auch, schön, Fritzchen, für dich. Ach, Lehrer, wenn Sie mich so direkt fragen, ich würde sagen, schönes, nacktes, junges Mädchen. Sagt er, hör mal zu, du lause Bengel, du bist erst 8 Jahre alt. Gib dein Heft her, ich werde etwas hineinschreiben, das wirst du von deinem Vater unterzeichnen lassen. Morgen erzählst du mir, was er dazu gesagt hat. Da kommt am nächsten Tag, was hat dein Vater gesagt? Ach, Lehrer, ich möchte dich kurz schildern. Wir haben uns in den Salon gesetzt, der Vater hat das Schreiben gelesen, wir haben darüber diskutiert, wir haben uns einen Mokka eingeschenkt, wir haben weiter diskutiert. Herr Lehrer, wir haben uns eine dunkle Havanna angezündet, na, wir haben weiter diskutiert. Herr Lehrer, wir haben uns einen Whisky eingeschenkt on the rocks mit etwas Soda, wir haben weiter diskutiert. Herr Lehrer, wir sind zu dem Schluss gekommen, Sie müssen schwul sein. Genau. Freunde, hä? Oh ja, ich komme aber wieder ins Plaudern heute Abend, weh? Dabei geht mein Zug gleich mit, es ist aber auch. Aber ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle einmal sagen, Kinder, es freut mich natürlich. Wir haben einen fröhlichen Haufen wie heute Abend zusammen. Wir wollen ja fröhlich sein, ihr wollt ein bisschen schmunzeln, ein bisschen lachen. Na, Alter. Ja, die kann man auch umgehen, die Hose flicken, du. Also, das ist ja. Na, viel darfst du auch nicht mehr, nicht, oder? Oh, aber auch mal Stubenältester im Trinkerheim, du. Der kam mir eben so bekannt vor. Der hat im Fernsehen mal das Double von Harald Junke gespielt. Ne? Kinder, ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle mal über jeden einzelnen Lacher heute. Das ist teilweise schwer geworden. Bekannter von mir sagt, Lachen macht dick. Ich sag, wieso denn das? Ja, meine Schwester, die hat sich kürzlich einen Gastarbeiter angelacht. Die wird jetzt immer dicker. Das ist schwer. Mit dem Lachen? Freunde, seien wir ehrlich. Seit Einführung der 0,8-Promille-Grenze kommt das selbst bei Beerdigungen keine echte Fröhlichkeit mehr auf. Ne? Ich war letzte Woche mit meiner Frau auf einer Beerdigung, eine ganz müde Stimmung. Als die Musik anfing zu spielen, haben wir als Einzige getanzt. Dann ist das schon. Da haben die alle was ins Grab geworfen. Eine Dame warf einen Blumenstrauß. Ich habe eine Frikadelle reingeworfen. Ne? Sagt sie, meinen Sie, dass er die noch isst? Ich sage, ihre Blumen stellt er auch nicht mehr ins Wasser. Also da war Stimmung. Da war Stimmung. Da ging ein alter Mann über den Friedhof. Ich sag zu dem, wie alt sind Sie denn? Ich bin 104 Jahre alt. Ich sage, um Gottes Willen, das lohnt ja gar nicht nach Hause zu gehen, Mensch. Es ist. Freunde, aber ihr gebt mir. Freunde, ihr gebt mir an dieser Stelle sicherlich recht. Das ist ein Thema, da können wir nicht immer sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Müssen wir ja alle durch. Ob jung oder alt. Und die Zeit läuft. Du, die jungen Leute von heute werden sich wundern, wie schnell sie alt werden. Das geht ruckzuck. Lange leben wollen wir alle, alt werden will keiner. Du, dies geht schneller. Ich merke es am eigenen Leibe. Ich bin auch in diesem Alter jetzt, weißt du, wo die Frauen Geld vermuten. Weißt du? Wenn man so stramm auf die 40 zugeht, du, dann. Aber hallo! Du, nicht haha, gar nichts. Alter, mach zu. Wieder so ein Angebertyp, der 5 Knöpfe aufmacht, obwohl 2 genügen, weißt du. Kennen wir die Sinn. Freunde, es ist ja. Hä? Nein, nein. Freunde, das ist einfach ein Thema, da müssen wir einfach durch.
Und ich kann euch nur empfehlen, solange ihr heutzutage noch voll... Mein Nachbar sagt neulich so schön, sterben ist gar nicht schlimm, man fühlt sich nur am nächsten Tag immer so kaputt. Ich finde, das ist irgendwie eine gesunde Einstellung. Wir können ja nicht dran kurbeln, wir können nicht dran drehen. Der liebe Gott hat das so eingerichtet, da müssen wir durch. Nicht? Kriegst du mich überhaupt noch drauf? Ja. Pass mal auf. Es ist tatsächlich so, und ich kann euch nur empfehlen, Freunde, solange ihr voll drauf seid, geht und das Volk bewegt, komm ruhig wieder durch, du. Du machst mich hinten, Männer, die hinten sind, machen mich nervös, du. Das ist, ich kann das nicht, also, so, jetzt ist besser, du. Freunde, ich kann euch empfehlen, also bitte in der heutigen Zeit, Kinder, solange ihr, ich muss es wiederholen, bewegt euch wieder, tut etwas, solange ihr voll drauf seid. Das ist das einzige Mittel, nicht? Zu leben heute, immer nach dem Motto, lieber die Ärmel hoch als die Hosen runter. Tut etwas, bewegt euch wieder, lauft mal wieder Amok oder irgendetwas. Ja, bewegt euch wieder, macht eine Schnitzeljagd in der Schlachterei oder irgendetwas. Bewegt euch nur wieder, Kinder, oder macht es wieder nackte Lilliputaner, der durch die Lüneburger Heide hüpft und immer sagt, lasst das, Erika, lasst das, Erika. Ihr müsst, Kinder, ihr müsst losgehen. Bewegt euch wieder. Ne? Tut etwas. Freunde, bitte. Kannst du das Wasser nicht halten, oder was? Ich kann das verstehen, ich kenne diesen Druck, du. Freunde, bitte, wie sagte schon Alibaba, der Zwillingsbruder von Alimente? Der hat einmal unter dem Blausiegel der Verschwiegenheit gesagt... Genieße dein Leben, tot sein macht impotent und da ist etwas dran, glaub mir das. Denk drüber nach, wie der Kleine zu Hause sagt, Mamilein, was ist eigentlich impotent? Sagt sie, mein Junge, das ist genauso, als wenn man mit gekochten Spaghetti Mikado spielen will. Nun wissen einige nicht, was Mikado ist, habe ich den Eindruck hier. Also Freunde, ich kann euch wieder, ich komme auf das Thema zurück, bewegt euch wieder, tut etwas, geht wieder in euch, bohrt mal wieder in der Nase. Die Nase ist heute das Einzige, aus dem man was rausholen kann, ohne dass das Finanzamt die Hand aufhält. Also bitte, Freunde, zeigt dem Leben die dritten Zähne, auch wenn sie noch nicht bezahlt sind. Es gibt doch heute Leute, die haben so viele Goldblumen im Mund, die schlafen nachts mit dem Kopf im Safe, ne? Ja. Ne? Andere gehen in den Wald, hängen sich auf, damit sie wenigstens einmal auf den grünen Zweig kommen. Ne? Kinder, es dreht sich heute alles ums Geld. Wem erzähle ich das? Zugegeben, Geld alleine macht nicht glücklich. Das muss einem schon gehören. Ne? Thema Geld ist in. Thema Nummer 1. Kommt einer auf die Bank und sagt zum Kassierer, guten Tag, können Sie auf 9 mm herausgeben? Ja, das sind Themen. Sagt noch nicht mein Nachbar zu mir, du, ich habe beim Rennen 100 Mark verloren. Ich so, was rennst du? Geh langsam mit. Es ist, ne? Das ist auch ein Typ, der kann mit Geld umgehen, der handelt jetzt mit Brieftauben, morgens verkauft er sie, abends sind sie alle wieder da, der hat Ahnung. Du, ja. Freunde, aber das Thema Geld ist ein Thema. Und es kneift, ich merke es am eigenen Leibe. Freunde, gut, ich lebe über meine Verhältnisse, aber noch immer unter meinem Niveau. Könnt ihr mir folgen? Es kneift, meine Frau arbeitet wieder halbtags, sie betreut die Kinder unserer Putzfrau. Es wird weniger. Ruft mich neulich mein Bankdirektor an und sagt, Herr Asmussen, Sie stehen bei uns mit 20.000 Mark im Minus. Ich sage, gucken Sie mal nach, was ich vor 4 Wochen hatte. Da hatten Sie 5.000 im Plus. Ich sage, sehen Sie, habe ich Sie da angerufen? Also es dreht sich, Kinder. Freunde, es dreht sich ums Geld. Das Thema Geld ist in, auch bei euch unten. Auch im Ausland. Ist das deine eigene? Ein Angeber, du. Freunde, auf den kommen wir nachher noch zurück, du. Das Thema Geld, du. Da lasse ich mich nicht so schnell von abbringen. Das ist ein Thema, kann ich stundenlang über improvisieren. Denkt an die Steuer, die moderne Art der Christenverfolgung. Ich war letzte Woche bei mir auf dem Finanzamt und habe gefragt, brauche ich als Schizophrener eine zweite Steuerkarte? Sondern natürlich, wenn sie beide arbeiten. Du, bei uns im Finanzamt? So, die haben ein neues Spiel, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das war, ja, das. Die haben jetzt den Beamten-Dreikampf eingeführt, knicken, lochen, abheften.
Das, ja. Bei uns im Finanzamt, ja, ihr lacht. Wer da fleißig ist, der handelt im Affekt. Bei uns im Finanzamt, ha. Tja, ihr lacht, das sind die Träger der Nation. Einer träger als der andere, aber Stimmung ist halt. Bei uns im Finanzamt hat sich jetzt ein Beamter erschossen, für immer. Der ist erst nach 3 Stunden umgefallen, solange er die Kugel gebraucht, um das Gehirn zu finden. Aber es ist ja, Freunde. Was? Sind wenig Beamte hier heute Abend, oder? Irgendwo spürt man das, oder? Ich meine, ich persönlich, Freunde, ich muss ganz, ich habe ja nichts gegen Beamte, die tun ja nichts. Aber guck mal. Ein Bekannter von mir ist jetzt splitternackt zum Finanzamt gegangen. Hat sich gedacht, so können sie dir wenigstens nichts wegnehmen. Irrtum! Der kam wieder raus, vorne und hinten eine Siegelmarke schon drauf, Gas und Wasser abgestellt. Freunde, das ist ein Typ, über den kann ich plaudern. Alles abgestellt. Kennst das Thema? Ein wahnsinniger Typ. Die sind zu Hause so arm, bei denen kommen die Mäuse mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank, nicht? Ich sag neulich, wie geht es deinem Sohn? Na, sagt er, die beiden letzten Raten an die Hebamme, dann gehört er uns. Das ist ja auch ein Wahnsinniger. Das ist ein Wahnsinniger. Über den kann ich plaudern, habt ihr noch die Zeit? Wie soll ich ihn schildern? Pass mal auf. Eine große, impotente Erscheinung. Schmalbrüstig, blutarm, arbeitsscheu. Er steht, wie soll ich sagen, er steht in der Blüte der Arterienverkalkung. Also er ist eigentlich schon länger tot, er ist nur zu faul zum Umfallen. Also er steht so kurz vor der Notschlachtung. Also, modern sagt man eine auf Jung gequälte Tabakruine. Aber immer fröhlich, immer keep schmeling, wie wir in Hamburg sagen. Er lebt immer nach dem Motto, nicht um alte Liebe trauern, froh auf neue Triebe lauern. Ne? Dabei ist der Faulkind, der Faul, der hat in seiner Hochzeitsnacht auf ein Erdbeben gewartet. Also es ist ein wahnsinniger... Das ist ein Typ, ehrlich. Und geizig, geizig, stellt sie mit der Kerze von Spiegel, feiert den zweiten Advent. Kennt ihr solche Leute? Das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Wahnsinniger. Das ist ein Typ, ich sag mal, als Mensch unmöglich, als Schwein zu kleine Ohren. Kennt ihr solche Leute? Das ist ein Typ. Das ist ein Typ, der klaut dir die Brieftasche, hilft dir beim Suchen. Kennt ihr solche Leute? Ganz schlimm. Der war neulich in Amerika als Urlauber, als Tourist und da hat er beim Rodeo oder Rodeo, habt ihr mal gesehen im Fernsehen im Wilden Westen bei Dallas und so, wo die Pferde mit den Cowboys wegschmeißen, mal gesehen? Da hat er den ersten Preis gemacht und da hat der Fernsehreporter ihn gefragt, wo er das denn gelernt hat. Ja, sagt er, meine Frau hat jahrelang Schluck aufgehabt. Also was der alles, das ist ein Typ, Freunde, der hat sein Leben lang dummes Zeug gemacht. Es gibt Menschen, die haben Leben lang nichts anderes zu tun. Das gibt es, sind fröhlich, aber... Das hängt bei ihm damit zusammen, der hat einen Wackelkontakt im Kleinhirn. Den hat der Pfarrer bei der Taufe mal ins Becken fallen lassen. Und jetzt hat er richtig so einen kleinen Riss in der Waffel. Also wie sagt man, er hat nicht alle Klötze im Beutel. Der hat mal die Bibel ins Katholische übersetzt. Also er macht ja nur dummes Zeug. Dann hat er mal den Brockhaus vertont. Also er macht ja nur, ich sag neulich zu ihm, du hast so eine eingedrückte Nase. Warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Also was der alles, der hat, ja... Freunde, was der beruflich schon alles gemacht hat, ihr glaubt es nicht. Im Spielwarengeschäft hat er Schaukelpferde eingeritten, nicht? Dann war er mal Vorarbeiter bei den Erwerbslosen. Also was der alles schon denn in der Fischfabrik hat er gearbeitet, hat er den Ölsardinen die Augen zugedrückt, bevor sie in die Dose kommen. Nicht? Alle Berufe hat er durch, du. Dann war er mal Schaufensterdekorateur bei Aldi. Dann hat er mal... Maurer bei Lego ist er gewesen, nicht das alles. Sagt er neulich zu mir, du, ich habe jetzt einen ganz neuen Job. Im Sommer auf der Ferieninsel Sylte. Am Strand. Aber der Job ist so hart, so anstrengend, du. Den gebe ich wieder auf, du. Da mache ich Schluss, du. Ich sag, was machst du denn da? Sagt er, ich buddel mich im Sand ein und dann vermiete ich meinen Hintern als Fahrradständer. Ich sag, warum willst du den Job denn wieder aufgeben? Sagt er, die Mopeds tun so weh, du. Der hat beruflich alles durch, du. Beamter ist er gewesen, hat er bei uns im Hauptbahnhof, haben sie ihn auch fristlos rausgeschmissen. Der hat da die Schließfächer als Hotelzimmer Lilliputaner vermietet, nicht? Das wollten die nicht. Alles, was der alles schon durch hat, du. Dann hat er mal so einen einarmigen Fensterputzer geholfen.
hat immer das Ledertuch ausgewrungen, was der alles schon gemacht hat, du. Der war sogar mal Zuchthausdirektor, da haben sie den fristlos entlassen, da hat seine Schwiegermutter gezeigt, wie ein elektrischer Stuhl funktioniert. Also nur so, so. Ja. Kinder, der, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist nicht dumm, der weiß nur wenig. Der hat seinen Kopf nur, damit es zum Hals nicht reinregnet. Also er sagt ja immer so schön, die Intelligenz jagt mich, aber ich bin schneller. Neulich war ihm seine Ölrechnung zu hoch, da hat er oben einfach ein Stück abgeschnitten. Jetzt hat er in der Zeitung gelesen, man sollte Obst nicht ungewaschen essen. Was macht er in dem vorherigen Bad? Neulich am Bahnübergang hängt er oben an der Schranke. Ruft der Wärter, was machen Sie denn da? Ich messe die Schranke. Ja, können Sie denn besser, wenn sie unten ist? Sagt er, nein, ich brauche die Höhe, nicht die Breite. So ein Typ, du. Das ist ein Typ. Er hat sich noch eine Peperoni auf dem Fernseher gelegt, damit er ein scharfes Bild kriegt. Kennt ihr solche Leute? Ich sag neulich so schön zu ihm, warum guckst du dir deine Porno-Videos eigentlich immer rückwärts an? Ja, sagt er, mir gefällt die Stelle so gut, wie die Nutte dem Freier das Geld zurückgibt. Das ist ein Typ, du. Oder er neulich rein in die Apotheke und sagt, guten Tag, die Kondome, die sie mir gestern verkauft haben, die färben ja ab, da steht ein Opa daneben und dort umknicken tun die auch immer. Es ist... Freunde, ich muss es an dieser Stelle kurz mal sagen. Ist es nicht schön, dass wir in der heutigen Zeit, ich meine, wir sind hier in trauter Runde beisammen, keiner ist schockiert, wir können heute über alles sprechen. Ne? Zeitungen stehen voll, wovon man darf alles sagen. Ist es nicht schön? Oder nicht? Keiner ist mehr verklemmt oder haben wir welche hier? Brauchen wir nicht, Kenner. Es ist früher, gut zugegeben, früher war alles anders. Früher hatten wir Ruhe, Ordnung, Sauberkeit. Was haben wir heute? Was ist heute? Mittwoch, Donnerstag, was haben wir heute? Die Jahre sind vergangen. Wir haben es kaum bemerkt. Stell dir mal vor, 1685 standen die Türken vor Wien. Wo stehen sie heute? Vor C&A. Ja. Freunde. Die Jahre sind vergangen. 1641, Alter, pass auf. 1641 haben die Ostfriesen die Klobrille erfunden. Erst 1741 haben die Bayern Loch eingeschnitten. Hast du ihn noch mitgekriegt, oder? Gut, mal los. Die Jahre sind vergangen, Freunde. Und wenn man sich das heutzutage alles vorstellt, in welcher Zeit wir leben teilweise, man kann verstehen, wenn Kannibalen sagen, wir haben die Menschen so satt, ist es nicht so? Ne? Freunde, es gibt heute Ehemänner, die lassen ihre Frau ins Gras beißen, nur um den Rasenmäher zu schonen. Ich meine, was soll denn das? Andere Ehemänner streuen ihren Frauen Backpuff in die Bluse, damit sie etwas lockerer werden. Das gibt es. Ist das für eine Zeit? Es gibt heute Partnerwahl per Computer. Das ist doch menschenunwürdig. Ich habe meine Frau noch ganz normal beim Pokern gewonnen. Ist das für eine Zeit, in der wir leben, Freunde? Alle reden von Karies, nur die Mundfaulen nicht. Bettler akzeptieren Kreditkarten. Ich meine, was ist das für eine Zeit, ne? Große Industriebosse kriegen für ihre Tochtergesellschaften Kindergeld. Ich meine, was ist das? Was soll das alles? In den Kliniken werden überwiegend Zwillinge geboren, weil sich einer allein gar nicht mehr raustraut. Mensch, was ist so ein... Abtreibung müssen heutzutage schon ins Stammbuch eingetragen werden als entfernte Verwandte. Ja, das muss man wissen, Kinder. Wisst ihr, was Abtreibung auf Spanisch heißt? Embryo olé. Es ist ja... Freunde, olé, auch ein Stichwort, Fremdsprachen, olé, ohne Fremdsprache läuft heute auch nichts mehr. Ich kann ein bisschen Esperanto, ich war ja ein paar Jahre drüben, weißt du.
Man sagt ja nicht mehr Brathering, man sagt Brethering. Man sagt nicht mehr Unterberg, man sagt Under Mountain. Man sagt nicht mehr lieber Paul, man sagt Liverpool. Das muss. Kinder, Fremdsprachen sind in. Ne? Man sagt heute schon Nymphoman und nicht mehr zwangsläufig. Man sagt nicht mehr Brotaufstrich für Freudenmädchen, man sagt Nutella. Ne? Ne? Fremdsprachen! Freunde, Fremdsprachen sind in. Ne? Man sagt heute schon Veterinärtheologe und nicht mehr Schweinepriester. Man sagt nicht mehr unbequemer Parteigenosse, man sagt La Fontaine. Ne? Ich meine, alles. Ja! Super, jetzt kommt der Bayer wieder da hinten. Du. Freunde, ihr lacht, schlagt die Zeitung auf. Oder geht wieder los, geht außer Haus, bewegt euch wieder. Ich hab's vorhin, das ist ein Thema. Fahrt in Urlaub, lasst euch von den Reisebüros verhummeln. Fahrt mit der Bundesbahn. Bundesbahn hat alles, Schlafwagen kannst schlafen. Speisewagen kannst speisen, die haben Triebwagen, die haben ja alles. Es gibt schöne Reiseziele heute. Schöne Reiseziele. Macht vielleicht mal eine Pilgerfahrt zum Frankfurter Kreuz runter. Da ist immer was los. Muss man hinfahren. London ist schön. London hat 8 Monate Winter, 4 Monate schlechtes Wetter. London! In London ist es manchmal so windig, da kann der Regen gar nicht landen. Und neulich haben die Meteorologen, die haben in London gestreikt, du, 7 Tage. Da hatten die eine Woche überhaupt kein Wetter. Da war was los. Es gibt herrliche Reiseziele heute, Kinder. Ich komme ins Plaudern. Oder Florida ist schön, alter Florida, ne? Du, da in Florida scheint an 365 Tagen im Jahr die Sonne. Das ist noch eine vorsichtige Schätzung. Oder so mal einfach runter hier bei uns in den Süden, Marokko, Sahara. Kennt ihr Sahara? Unwahrscheinliche Parkmöglichkeiten unten. Also links, wenn er reinkommt, die eingemachten Könige, die Pyramiden. Auf der anderen Seite der heiße Sand, wo die Neger die Eier braten. Das ist aber Stimmung, du. Der Kinder. Du. Der Sommer ist da unten so heiß, so trocken. Da laufen die Bäume den Hunden nach unten, du. Da ist aber. Du. Du Afrika. In Afrika unten, am Nil unten in Afrika, direkt am Ufer. Da haben 2 Touristen ihr Zelt, ihr Lager aufgeschlagen. Nachts schreit der eine plötzlich, oh, mit dem Krokodil ein Bein abgebissen. Sagt der andere, welches? Sagt er, weiß ich doch nicht, sieht ein Krokodil aus wie das andere, Mensch. Es ist ja. Fahrt los, Kinder. Es gibt herrliche Reiseziele. Ne? Eine Bekannte sagt neulich zu mir, du, ich war jetzt unten in Italien, in Rom. Ich sag, warst du auch im Vatikan? Im Vatikan war ich auch. Ich sag, wäre nur der Papst gefallen. Doch er ist ja ein furchtbar netter Kerl, nicht? Aber sie, du. Nein. Kinder, der Papst hat ja mal. Der ist ja auch ein Thema, können wir kurz mal drüber plaudern. Er steht mitten im Leben, muss er durch. Er hat ja mal gesagt, wir werden die Aufhebung des Zölibats nicht mehr erleben. Aber vielleicht unsere Kinder. Unterschied zwischen Gott und dem Papst kennt ihr. Gott ist überall, der Papst war schon überall. Ah, die Damen schreiten in die Tropfsteinhöhle. Mit Täschchen. Damen gehen immer mit Täschchen auf Klo, damit sie auch was in der Hand haben. So, pass auf. Aber ihr seid guten Mutes, dass sie wiederkommen. Gut. Wir sprechen jetzt über den Papst. So. Die Sophia Loren hatte ja auch eine Audienz, damals noch. Sophia Loren hatte eine Audienz beim Papst. Nicht bekannt? Nun trägt sie ja ein BH, Marke katholischer Beichtstuhl. Wenn man den hinten aufmacht, fallen vorne 2 auf die Knie, weißt du? Nun kniet sie so schwer atmend vor dem Papst und wie es der Zufall will, reißt ein Träger. Das Malheur ist perfekt. Der Papst guckt, hebt die Hände gen Himmel und sagt, oh Gott, kommt von oben die Stimme, Bruder, endlich rufst du mich mal, wenn es was zu gucken gibt. Du. Freunde, der Papst war damals mit dem, noch ein Begriff, unser reichster Mann in Deutschland, Kardinal Höffner,
Noch ein Begriff kennt ihr noch? Aus Kölle. Ne? Mit dem Papst zusammen oben auf Sylt haben die Urlaub gemacht. Haben geplauscht, morgens um 5 am Strand spazieren gegangen. Hat der Papst plötzlich gesagt, Kardinal, können wir nicht mal ins Wasser springen hier? Natürlich, ist ja kein Mensch da. Runter mit den Klamotten, rein ins Wasser, als sie gerade wieder rauskommen wollen, kommt eine Mädchenklasse. Sagt der Papst, um Gottes Willen, Kardinal, was machen wir jetzt? Heiliger Vater, Ruhe bewahren, Hand vorhalten. Der Papst geht so raus, sagt der Heilige Vater, oben, unten kennt sie doch keiner. Ihr merkt, wir müssen heute über alles sprechen. Welches Thema hatten wir noch nicht? Hertha BSC hatten wir noch nicht. Ist auch ein Thema. Ich war beim letzten Heimspiel hier, du. Die lassen sich was einfallen. Man muss ja was tun. Du, die Spieler haben 50 Bälle ins Publikum geschossen. Für jeden Zuschauer einen. Da war ja was los. In Spielbericht haben die Namen der Zuschauer mit reingenommen diesmal. Also es lohnt sich. Ach ja, Kenner. Nee, wenn man unterwegs ist. So. Ich habe vorhin unten mit der Toilettenfrau hier ein paar Worte gewechselt. War die mal unten hier? Nee, du musst in die richtige Toilette gehen. Du, die Frau ist aber scheißfreundlich unten. Da musst du mal hingehen. Du. Ihr lacht, das ist aber eine liebe Nette. Geh mal runter, du. Du, die strickt da unten immer. Die sitzt immer, die sieht da mal aus wie so eine Nutte in Lauerstellung. Weißt du? Sehr einsames Mädchen. Ist schon glücklich, wenn man sie in der Uhrzeit fragt. Also muss man runtergehen. Ist gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Nee, du nicht. Na, alles gut abgelaufen? Ja. Hast du uns gehört unten? Nee? Wir dich aber. Oh, da kommt ja noch jemand. Ach, Alter, du. Hat auch einen schweren Gang. Ach, ja, genau. Aber ich merke, wir können heute ein bisschen plauschen, nicht? Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann können wir über alles plaudern, Kinder. Es ist überhaupt kein Problem. Ist noch jemand unten? Ist noch jemand unten? Soll ich einen Augenblick warten, oder was? Nee? Hast du die Klofrau gesehen unten? Stark, ne? Ein Panzerkreuzer mit Plüschaugen, du. Ja, ehrlich. Die hat den Hinterkopf vorne, weil der ist vorne alles getürmt, lockig und hinten gestürzt, flockig. Könnt ihr vorstellen? Die ist ja so schwach in der Lende und so spitze Knie. Die hat in der Pubertät mal zu viel Leber dran gekriegt. Also da haben sie zu viel Weichspüler ins letzte Bad getan. Und jetzt ist die so hässlich, also sie hat ein Gesicht zum Eier abschrecken. Sieht so aus wie Geierwalli. Also die hat so 2 von 10 im Gesicht, wie ein Vampir. Die kann ihre Pizza durch einen Tennisschläger essen. Könnt ihr vorstellen? Die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt und wie Vögel die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Also ist ja, die ist, ja. Müsste mal runtergehen. Die war nicht immer Klofrau, die war früher mal Kaufhausdetektivin. Hatte einen Ladendieb geschnappt auf frischer Tat, führt ihn mit dem Herrn Direktor und sagt, bitte durchsuchen Sie den Mann. Die greift ihn tief in die Hosentasche, der verdreht die Augen, sagt er, na, was hat er drin? Sagt sie, kein Futter. Also es ist ja, erklär ihr den mal, du. Sie ist noch ein bisschen. Es gibt ja, also über die kann man plaudern. Da hat er mal einen Zirkusdirektor eine Anzeige aufgegeben, er sucht einen Löwendompteur. Hast du ein Herzlein oder so eine große Klappe da hinten? Was ist denn los, Mensch? Du, naja, mit dir dauert das nicht mehr lange heute Abend, du. Entweder du gehst zu Beate Use oder nach Hause, du. Du, es gibt Leute, mit denen werde ich viel schneller fertig, du. Da hole ich tief Luft, da hängst du mir quer vor der Nase, du. Alter, du. Ja? Weiß deine Mutter, dass du hier bist? Da hat er mal einen Zirkusrektor eine Anzeige aufgegeben, Löwendompteur gesucht. Sie hat sich gemeldet als einzige Frau. Die wurden eingeladen zur Probe an der Manege. Die Herren sagen natürlich Ladies first und sie rein in den Sand. Sie trug einen Pelzmantel. Tibetanische Bergziege. Selbst geschlachtet, auf Schweinsleder gequält, ein wunderschönes Stück. Sie lüftet den Mantel, drunter ein tolles Kostüm,
13 Perlen. 12 Schweißperlen, eine echte. So gut wie oben, ohne unten nichts. Sie legt den Mantel ab, legt ihn in den Sand, legt sich drauf wie eine Filmdiva. Der Löwe kommt, er löft dreimal um sie rum. Und legt sich daneben. Da sagt der Zirkusdirektor, gnädige Frau, das ist eine Weltnummer, vom Fleck weg engagiert. Die anderen gehen alle weg. Da bleibt doch noch einer stehen, sagt er, was wollen Sie denn noch? Wollen Sie etwa behaupten, Sie überbieten diese Nummer noch? Sagt er, natürlich nehmen Sie den Löwen mal raus da. Es ist ja... Freunde, ihr merkt, man kann heute Abend über alles plaudern und ich mache es auch ganz gern. Aber es sind einfach Geschichten, die das Leben schreibt und wenn ihr heute die Zeitung aufschlagt, habt ihr heute Morgen gelesen, Hausfrauen sollen sich beim Kartoffelschälen was anziehen, auch Kartoffeln haben Augen. Ich meine, dass man alles liest, ne? Ihr müsst Zeitung lesen. Das ist auch eine schwache Blase, weil das ist schon das zweite Mal, Alter. Dann bleibt doch gleich unten. Ist doch einen abwaschen. Ja, du hast so weiche Hände, bist du arbeitslos? Nö. Kinder, es ist ja... Kinder, schlagt die Zeitung auf heute. Habt ihr heute Morgen gelesen, in Australien haben die jetzt Rennpferde mit Kängurus gekreuzt, damit die Jockeys bei Regen beim Trocknen sitzen können. Die haben... Ja, ihr müsst Zeitung lesen. Die ganzen Tankstellenbesitzer will man jetzt aufwerten. Die von Aral heißen die Aralisten. Die von Esso die Essoisten. Die von Shell die Shellisten. Nur die von BP, die wollen nicht mitmachen. Aber es ist ja, Kinder, ja. Heute Morgen habe ich gelesen, in Hamburg auf St. Pauli, mitten auf der Reeperbahn, hat ein Sarg gestanden, hat die Polizei nicht aufgekriegt, da war ein Zuhälter drin. Ich meine, was man alles, Kinder, was man alles in der Zeitung liest, ne? Meine Güte. Habt ihr heute Morgen gelesen, Ernst Mosch ist gestorben, er ist beim Schneewalzer erfroren. Alter. Demnächst soll es in Deutschland Disneyland geben. Bayern wird eingezäunt. Was man alles in der Zeitung liest, ne? Ihr wisst ja, warum die Bayern alle jodeln. Wenn sie lesen könnten, dann würden sie ja singen. Es ist ja... So, jetzt aber genug immer auf die Ausländer. Das können wir ja auch nicht machen. Aber ihr macht das genauso mit den Österreichern. Gib es zu. Das ist richtig, siehst du? Wir machen mit den Ostfriesen, ihr auf die Österreicher. Ah, da müsst ihr auch mal ein klein bisschen stillhalten jetzt und können sagen, ihr seid, der Kern ist ja gut. Ich meine, der Kern ist ja gut. Was ist mit euch? Meine Güte. Ist das Bier so dünn oder so stark? Oder? Ja? Ich nicht, ich komme drauf zurück. Ich kann nicht alles zur gleichen Zeit. Ich komme darauf zurück, du. Ich bin kein Kostverächter, du. Ich sage lieber ein stadtbekannter Trinker als ein anonymer Alkoholiker, du. Da bin ich, ja, da bin ich ganz eigen, du. Da komme ich drauf zurück. Ich muss ja nicht fahren heute Abend, du. Ne? Gestern hatte ich so einen Fall, da ein Polizist angehalten, bitte ihren Führerschein, ist aber wieder gemerkt, Wachmeister, der gehört mir nicht. Also das ist, ja... Nein, Kinder, lest wieder Zeitung heute, was man alles... Und man lernt aus der Zeitung. Ich weiß aus der Zeitung jetzt, was Shalom heißt, Friede, El Shalom, El Friede. Aus der Zeitung lernt man. Ich weiß, wo mein Baum hinten ist, da wo das Papier liegt. Sitzen zwei im Wald und drücken, sagt der eine, hast du Papier? Sagt er, nee, ich lass mal ins Lügen, du. Aus der Zeitung lernt man, Kinder. Ich weiß, dass das platonische Liebe ist, immer zielen, nie abdrücken. Aus der Zeitung lernt man. Ich weiß jetzt, wie Nonnen sich vermehren durch Zellteilung. Ich weiß, warum Maurer im Winter nicht arbeiten, weil immer die Bierflaschen platzen. Ich weiß jetzt, was ein Dreiecksverhältnis ist, wenn der Ehemann sich in den Jugendfreund seiner Frau verliebt. Na, da denk mal drüber nach. Ach, das hätte auch nicht nötig getan. Wie unangenehm. Von wem? Von Bayern? Ah! Alter, darf ich erst das Alte kurz antrinken hier, austrinken? Ne? Ich bin klein, mein Herz ist schmutzig, ich könnte schon wieder, ist das nicht putzig, du? Sowas nennt man Völkerverständigung, wa? Ist das schön.
Ach nee, keiner Mann lernt aus der Zeitung, du glaubst mir das gar nicht. Nee? Hm? Habt ihr damals gelesen noch? Leipzig war ja früher die heiligste Stadt. Zwei Messen im Jahr in der übrigen Zeit wurde gefastet. Über das Thema kann man heute kaum noch sprechen, nicht? Aber Honecker wird es ja schwer haben, du, wenn der jetzt in den Himmel kommt, der wird ja verhungern, nicht? Ja, kein Tisch, kein Mittag. Honecker war ja immer der früher, der gesagt hat, heute stehen wir im Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Das ist, ja, genau wie die Russen haben ja auch früher einen Werbespruch gehabt, kommen Sie zu uns, bevor wir zu Ihnen kommen, die Russen. Die Russen, wisst ihr noch, damals nach dem Weizenboykott, da haben die Russen selbst Weizen angebaut, so wie Telegrafenschlangen, nicht so dick, aber so weit auseinander. Ja, die Russen... Ich habe das jetzt gerade gehört, jetzt in Moskau, da sagt die eine Frau zur anderen, morgen gibt's Schnee, sagt sie, ich stelle mich nicht wieder an, du. Es ist ja... Das ist ein Thema. Habt ihr damals gelesen, der Breschnew, der soll ja damals am Schlaganfall gestorben sein. Das ist gar nicht wahr. Der ist auf die Sichel getreten, ist in der Hammer gegen die Rübe geknallt, ne? Ja. In Moskau... Gibt schon Pornofilme, Lenin ohne Mütze. Also da ist ja was drin. Da sagt der eine, du, ich war jetzt in Moskau, du. Da war ich auf dem Roten Platz, da war so ein Gebäude, du. Da stand dran ein Mausoleum. Und da standen 50 Leute in der Schlange. Oder waren es 100? Du, die standen alle, die wollten alle eine Maus kaufen. Nun wollte ich mir ja auch eine Maus kaufen, hab ich hinten angestellt. Als ich endlich dran war, war der Verkäufer tot, du. Da ist er damals auf dem Roten Platz dieser gelandet, unser Flieger da mit der Cessna, ne? Michael, der ist ja gelandet auf dem Roten Platz, hat gleich zum Genossen gesagt, was gibt's bei euch zu sehen? Was auch so ein Genosse bei uns, gibt alles zu sehen. Roter Platz, Kreml, Mausoleum, sagt der Mausoleum, was ist das denn? Ja, können Sie angucken. Liegt Lenin in der Aspik, können Sie angucken. Ja, das mache ich, sag, das werden Sie nie schaffen, hier stehen immer 500 Leute in der Schlange, die wollen alle Lenin sehen. Sie werden in 10 Minuten hops genommen, ist sowieso alles im Eimer. Sag, ich versuche das mal, nach 10 Minuten ist er wieder da. Haben Sie Lenin gesehen? Sagte er natürlich. Sagte, wie haben Sie das denn gemacht? Ja, sagte, ich kam da hin, genau wie Sie gesagt haben. 500 Leute an der Schlange, ich an der Schlange vorbei, vorne am Tor standen zwei Wächter. Ich dem 10 Mark West in die Hand gedrückt. Sagte, dann kommen Sie rein zu dem Lenin. Sagte, nee, die haben den rausgeholt. So, Freunde, es ist... Ne? International! Wie ein Amerikaner zu einem Italiener sagt, gibst du mir Eisen, gibst du mir Stahl, ich baue einen Flugzeugträger. Sagt der Italiener, si, gibst du mir deine Schwester, ich mache die Besatzung. Oh, da sagt der Pfarrer zum Küster, das ist kein Mensch in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn heute? Sagt der HSV gegen Bayern München. Du, ich habe in Hamburg mal gestanden. Damals, anno. 60.000. Heute hat St. Pauli mehr Zuschauer, aber... Damals, HSV hat auch das Problem mit den Bällen heute im Publikum. Du hast auch eine Lache dahin wie so ein volles Kino, du. Das ist meine Güte, du. Kinder, ich habe da gestanden unter 60.000. Du kannst nicht vor, nicht zurück, nicht links, nicht rechts. Und plötzlich fängt das an zu kneifen. Kennt ihr das Gefühl? Ich sag zu meinem Hintermann, lassen Sie mich mal durch. Ich sag, da gibt es keine Toilette. Ich sag, natürlich steht da dran, da 0-0. Sagt er, nein, das ist das Halbzeitergebnis. Sagt aber, wenn Sie das wirklich nicht mehr halten können, dann machen Sie einfach Ihrem Vordermann in die Tasche. Ich sage, wenn der das merkt, sagt er, wieso haben Sie denn das gemerkt? Freunde! Freunde, ich möchte nicht mehr viel ins Plaudern kommen. Ich kann an dieser Stelle eigentlich nur sagen, NZD nicht zu danken. Das war ein Blitz. Kannst du auch donnern da hinten? Ja, ne? Kinder. Das ist auch ein Husten, du. Hast heute Nacht auf dem nassen Lappen gesessen, oder was? Hab sie vorhin gefragt, lieben Sie Chanel? Nein, sagt sie, ich hab's lieber langsam. Schönes Thema, nicht? Nein, ich... Ach, ja. Weißt du eigentlich, was eine Jungfrau zum Frühstück ist? Nee, habe ich mir gedacht. Der Gag ist gar nicht schlecht, nicht? Habe ich zum ersten Mal gemacht heute. Kommt gut an. Nein, Freunde, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck jetzt.
muss heute Abend früh ins Bett, ich muss morgen spät wieder raus und nein, ich bin ehrlich ein bisschen unter Zeitdruck, ich muss rüber ins Hotel noch ein obzönes R-Gespräch führen. Wissen wieder einige nicht, was ein R-Gespräch ist. Du, das ist auch schon. Freunde, ich weiß natürlich, man kann nicht bei jedem Abgang Applaus erwarten, aber ich möchte euch, Kinder, ich möchte euch trotzdem ein Riesenkompliment heute aussprechen. Ich meine, das ist hier nur eine traute Runde, es gibt hier keine Bühne, es ist alles sehr nett und sehr locker. Alle Nationalitäten sind heute Abend hier vertreten gewesen. Und das Geschäft läuft, es ist alles gut. Das Fernsehen war da, das Rotlicht war da. Es ist, Gott, ich mache gern Fernsehen, aber zwischendurch muss ich auch mal Geld verdienen. Das nützt ja nichts, ne? Ich meine, ist auch ein Thema, über das wir stundenlang plaudern können, Freunde. Nein, wenn ich wählen könnte zwischen einer Weltreise auf dem Traumschiff von euch, ich glaube, ich würde euch sehr vermissen. Also ganz ehrlich. Freunde, ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden heute Abend. Das sagt meine Frau immer. Nein, noch nicht. Ich möchte mich von euch verabschieden mit einem, literarisch, mit einem Zwölfzeiler aus der Entstehungsgeschichte der Menschheit. Sizilium, listen to me. Auf Deutsch haben wir immer das Maul. Als Adam einst am Apfel naschte und Gott der Herr ihn überraschte, da blieb dem armen Kerl vor Schrecken der Apfel in der Kehle stecken. Als Mahnmal trägt nun Adamsstamm den Adamsapfel, pom da dam. Mal groß, mal klein, von Pol zu Pol als ewiges Sündenfallsymbol. Kein maskulines Exemplar ist ohne Apfel vorstellbar. Nur Eva trägt versteckt und stramm zwei solcher Poms da dam da dam. So, Freunde! Ich muss es jetzt sagen, große Ereignisse werfen ihre Schatten unter die Augen. Ihr werdet jetzt sehr überrascht sein, ich mache jetzt in Kölnisch Wasser, ich verdufte, ich mache also etwas, was Politiker auch immer wieder mal tun sollten, ich trete zurück, ich subtrahiere. Denkt immer daran, auf einen dummen August folgt selten ein kluger September. Wenn ihr nachher irgendwann nach Hause geht, Freunde, gut, das Wetter ist nicht sehr günstig, trotzdem muss ich euch sagen, macht keine Dummheiten. Wenn ihr welche macht, macht sie nett. Denkt dabei an Aktion Sorgenkind. Hand aus der Tasche. Heirate lieber. Ich? Ja, was viel gebraut wird, muss ja auch gelüftet werden. Das ist ja meine, das ist so. Wir kommen noch zusammen heute Abend. Wir plaudern noch ein bisschen. Tja, Freunde, sollten wir uns bis Silvester nicht mehr sehen, wünsche ich den anwesenden Damen natürlich alles, alles Gute. Von vornherein den Herren einen guten Rutsch. Seid immer schön artig oder seid schön unartig. Macht auch sehr, sehr viel Spaß, habe ich mir sagen lassen, Freunde. Denn nur wer Spaß versteht, weiß auch, was ernst ist. Albernheit ist nach wie vor die Erholung von der Umwelt. Und sollte hier heute Abend bei Holz am Zoo irgendjemand den Kopf geschüttelt haben, dann soll er sich erst vergewissern, ob er überhaupt einen hat. Freunde, und wenn ihr nicht alles behalten habt, man fragt mich immer, Fritz, hast du was mitgebracht, gibt's was Neues? Ich hab's, Sigi, du kennst mich, ich hab immer was dabei. Wenn ich zu euch komme, dann packe ich mir ein kleines Köfferchen ein. Und da gibt es immer welche Fans, die sagen, Fritz, wie viele Kassetten hast du mit? 3 hab ich schon, ich hab alle, ich sag 12 hab ich mit. Nimmst den Rest bis auf den Laufenden. Und wer keinen Kassettenrekorder hat und lesen und schreiben kann, wie den, weil ich das Ganze auch als Buch. Der Autor signiert das Buch auch selbst. Ich bin noch einen Augenblick vorne, vielleicht sehen wir uns, vielleicht auch nicht, für Leute, die keinen Schotter haben. Ja, komm mal her, Mann. Das ist Niveau, ne? Das ist Stil, du. Hier war es ja gut, aber da hinten, du, die Galerie eingeschlafener Füße, du, wahnsinnig, du. Wahnsinnig. Freunde, vielleicht sehen wir uns vorne noch, wie gesagt, weil kein Schotter hat, kriegt auch eine Autogrammkarte umsonst. So viel Zeit muss sein. Ich bin dabei und denke immer daran, ich trinke alles, aber umsonst muss es sein. Vielleicht sehen wir uns vorne in der Ecke, vielleicht auch nicht. Freunde,
Denn ich sage jetzt tschüss, tschüss in den Wind, wünsche euch das Beste vom Besten, verbleibe mit den besten Wünschen für euch, der große Fröhlich aus dem Norden, euer Fips Asmussen. Tschüss.